Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Die nächste Etappe meiner Sub-Challenge steht an, denn die 4 Monate sind vorbei und ich muss neue Bücher ziehen, beziehungsweise ich muss neue Bücher auswürfeln, die ich in den nächsten 4 Monaten lesen möchte, beziehungsweise die endlich von meinem Sub befreit werden sollen. Und bevor ich die Liste zusammenstelle, beziehungsweise der Zufallsgenerator die Liste zusammenstellt, möchte ich noch über die letzte Etappe sprechen, denn die ist gar nicht so richtig gut gelaufen. Und ich hätte ja irgendwie gedacht, dass ich in diesen 3,5 Monaten, die ich eigentlich Zeit hatte, die 6 Bücher schaffen werde, aber es ist tatsächlich mir nicht gelungen. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich noch eine Regelerweiterung mache, die wie folgt aussieht. Ich habe ja gesagt, die Bücher, die ich nicht schaffe zu lesen, halte ich mir dann vor, bis Ende des Jahres zu lesen, um sie dann tatsächlich wegzugeben bzw. aus meinem Regal zu entfernen, weil ich sie ja dann tatsächlich doch nicht lesen möchte, weil dann wären sie nicht das restliche Jahr dann auch noch in meinem Regal geblieben. Aber ich finde, wir sind ja jetzt erst in der ersten Hälfte des Jahres und ich finde das ziemlich lang, jetzt einfach zu sagen, ja, bis Ende des Jahres muss ich die Bücher dann noch gelesen haben. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich jetzt sage noch dazu, dass sie definitiv noch bis Ende des Jahres bei mir sein dürfen und ich sie auch da noch Zeit habe, sie zu lesen. Aber solange ich die Bücher nicht gelesen habe, dürfen auch keine weiteren 9 Bücher bei mir einziehen. Sobald diese Bücher von dieser Etappe gelesen sind, darf ich mir dann auch wieder neue Bücher kaufen. Ich versuche so auch noch ein bisschen Herr meines Subs zu werden, noch mehr Herr meines Subs zu werden und dadurch das auch noch ein bisschen mehr, noch mehr in einen Challenge-Charakter zu packen und mir auch noch mehr Ansporn zu geben, wenigstens in die Bücher hineinzuschauen. Und dann eine Entscheidung zu treffen, wenn ich merke, ach, das Buch ist überhaupt nichts für mich, dann breche ich es ab und kann es halt eben weitergeben und das Buch findet dann hoffentlich ein neues Zuhause. Ich habe von den 6 Büchern, die ich letzte Mal gezogen habe, insgesamt 3 vollständig gelesen. 1 bin ich gerade noch dabei und zwar lese ich aktuell Das Labyrinth von London. Zwar von Benedikt Jacka aus dem Blanc Ballet Verlag. Da bin ich aktuell auf Seite 175, also naja, fast die Hälfte. Das Buch hat knapp 400 Seiten, also knapp die Hälfte. Das ist ein Buch, was ich sehr, sehr gerne aktuell lese. Ich mag die Fantasy-Geschichte darin. Ich mag generell die Charaktere aktuell sehr, sehr gerne. Aber ich bin, wie gesagt, ja erst noch knapp unter der Hälfte, also kann ich noch nicht ganz so viel dazu sagen, aber der Auftakt gefällt mir, der Auftakt dieser Reihe gefällt mir bisher sehr gut und ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Auf dem Stapel liegen demzufolge noch 2 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe und diese beiden Bücher sind demzufolge die Bücher, die dafür sorgen, dass ich mir ja seit dem 6. Mai keine 9 Bücher mehr kaufen darf. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, weil ich habe jetzt schon wieder natürlich, so wie es immer ist, Bücher entdeckt bei anderen Booktubern, bei anderen Bookstagrammern oder auch einfach so im Laden. Aber ich halte mich ganz tapfer daran, keine 9 Bücher zu kaufen, bis ich diese Bücher gelesen habe oder mich entschieden habe, dass die Bücher definitiv nichts für mich sind. Und da fällt mir gleich noch was ein, dass ich definitiv lernen muss, Bücher abzubrechen und mich nicht durch Bücher durchquälen muss. Weil es gibt ja auch Bücher, die sind einfach, passen gerade nicht in die Zeit und es ist auch okay, die Bücher eigentlich abzubrechen. Aber irgendwie schaffe ich es einfach nicht und ich hoffe, dass es mir bei den nächsten Büchern jetzt gelingt, wenn sie mir einfach nicht zusagen, dass ich dann einfach abbreche und sie entweder entscheide, dass ich sie später lesen möchte oder dass ich sie jetzt endgültig weggebe, weiß nicht. Und übrig geblieben sind die Bücher aktuell noch. Der 3. Band der Foxwood-Sage, und zwar Dornendes Glück von V.C. Andrews aus dem Goldman Verlag. Hier auch ebenfalls eine sehr, sehr alte Ausgabe. Und ja, es hat mich einfach noch nicht dazu gezogen zu dem Buch, einfach weil mir ja der 2. Band nicht so besonders gefallen hat. Und ich mich da wirklich sehr durchkämpfen musste,
Und ja, das lässt mich gerade zögern, dieses Buch zu lesen. Ich hatte den Stapel von den 6 Büchern so angeordnet, dass ich das Buch, was die meisten Seiten hatte, zuerst gelesen habe und dann die Bücher quasi nach den Seiten sortiert hast und dass die letzten beiden sind, die quasi von der Seitenanzahl die niedrigsten sind. Aber nichtsdestotrotz hatte ich dann, weil die sehr von der Seitenanzahl sehr gleich sind, hatte ich das dann vorgezogen. Und ja, weil ich einfach noch nicht so die Muse hatte, dieses Buch zu lesen. Und ja, ich werde definitiv reinlesen, wenn ich das Labyrinth von London beendet habe. Und dann werde ich einfach mal danach greifen und hoffe, dass es mich diesmal packt. Und ansonsten werde ich es einfach aussortieren. Und dann muss ich mich entscheiden, was ich noch mit Band 4 und 5 mache. Und ja, das wird mir sehr, sehr schwer fallen, weil ich absolut nicht in der Lage bin, aktuell noch, also beziehungsweise nicht in der Lage, doch schon, aber ich bin einfach nicht so gut darin, Bücher auszusortieren, die ich noch nicht gelesen habe. Und ja, das muss ich anscheinend noch lernen, aber ich werde hier definitiv nochmal reinlesen. Und das zweite Buch ist dann noch Anna und Amand, und zwar von Miranda Richmond Muilo. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht. Ich kann es gar nicht genau sagen. Wenn ich es falsch ausspreche, tut es mir wahnsinnig leid. Und zwar hier aus dem Limes Verlag. Ja, das ist halt das Buch mit den wenigsten Seiten. Deswegen ist es nach ganz unten gerutscht und damit auch das Schlusslicht dieser Liste von den Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, aber auch generell von dieser Liste von 6 Büchern. Und das ist aber ein Buch, wo ich definitiv nochmal reinlesen möchte und wo ich auch sagen würde, dass ich wahrscheinlich das Buch noch vor dem lesen werde. Und ja, wenn es dann auch nichts ist, dann werde ich es entsprechend zur Seite legen. Aber das hatten wir ja jetzt schon. Ja, tja, mal sehen, ob es mich packen wird, ob es was für mich ist. Und ja, ansonsten, diese beiden Bücher sorgen also aktuell dafür, dass ich keine neuen Bücher kaufen darf und auch nicht kaufen werde, weil ich endlich mal so ein bisschen Herr werden möchte. Und es macht ja wenig Sinn, wenn ich jetzt hier Bücher nicht lese und dann hinten drauf wieder Bücher packe, dann wird mein Sub niemals kleiner. Also ich gebe mein Bestes. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr trotzdem Videos bei mir entdeckt, wo ich über meine neuen Bücher spreche. Das sind dann tatsächlich einfach Bücher, die vor dem 6. Mai bei mir eingezogen sind. Ich aber trotzdem gerne mit euch über diese Bücher sprechen möchte und beziehungsweise sie euch zeigen möchte. Aber das sind dann tatsächlich alles Bücher, die vor dem 6. Mai bei mir eingezogen sind und demzufolge kein Regelbruch von der Sub-Challenge ist. Ich nehme die Regeln tatsächlich sehr ernst. Ich möchte wirklich meinen Sub abbauen und es nützt ja nichts, wenn ich jetzt dann das einfach nicht schaffe und sage, bis zum Jahresende dürfen sie jetzt bei mir noch hier bleiben, aber ich kaufe dann fröhlich weiter. Ich versuche mich hier wirklich einzuschränken, meinen Sub abzubauen und meine Regeln immer anzupassen und neue Regeln dazuzunehmen, eher dazuzunehmen als wegzulassen. Und von daher, ich denke, das ist eine ganz gute Lösung für mich, damit komme ich fein. Ich merke jetzt schon, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, keine neuen Bücher zu kaufen, aber ich denke, das ist die Motivation auch tatsächlich nochmal tatsächlich in die Bücher reinzuschauen und mir ein Bild davon zu machen und dann auch weiterzulesen, wenn sie was für mich sind, oder eben auch abzubrechen, wenn ich merke, sie sind absolut nichts für mich. So, jetzt würde ich aber sagen, legen wir wirklich los, um die Bücher zu ermitteln, die das als nächstes für die nächste Etappe auf meiner Liste stehen. Und dafür habe ich den Zufallsgenerator schon mal vorbereitet, also die würfel ja zuerst die Anzahl, wie viele Bücher ich für die nächsten 4 Monate lesen möchte. Dafür habe ich also die Mindestanzahl 1 und die Maximalanzahl 6. Und jetzt klicke ich einfach per Zufall erhalten und es ist die Zahl 3, wie ihr sehen könnt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, 3. Und 3 Bücher für 3 Monate ist eigentlich eine sehr humane Zahl, da meint der Sub ist sehr, oder der Zufallsgenerator ist sehr gnädig mit mir. Und wenn ich es eher mit den innerhalb von den 4 Monaten schaffen werde, umso besser für mich, dann kann ich die nächste Etappe dann einfach schon loslegen
Und dann zählt einfach der Tag, an dem ich dann die Bücher ermittle für die nächste Etappe als neues Ausgangsstartdatum quasi. Aber jetzt habe ich trotzdem 3 Bücher für 4 Monate, also beziehungsweise ich habe 4 Monate für diese 3 Bücher Zeit. So, dann werden wir mal ermitteln, welche Bücher es werden. Ich habe, bevor ich dieses Video jetzt hier gestartet habe, ermittelt, dass ich noch 41 Bücher habe. Also ich habe jetzt die Bücher, die hier auf dieser Liste sind, also die 2 noch ungelesenen und das Labyrinth von London schon abgezogen, dann waren es nämlich 44, so sind es noch 41. Und dann werde ich mal den Zufallsgenerator anpassen und jetzt eine Zahl ermitteln zwischen 1 und 41 und dann durchzählen auf meine Liste hier auf meinem Schoß und mal sehen, was es wird. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, dass es auf diese Liste vielleicht wieder ein Foxwood-Band schafft. Das war ja jetzt immer so, dass ich glaube, das ist jetzt meine vierte Etappe, die ich drehe von meiner Sub-Challenge. Und in allen Etappen war, glaube ich, eine Foxwood-Saga-Band mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es wäre schön, wenn ich es mal schaffe, dass in dieser Etappe keine Foxwood-Saga mehr dabei ist. Wir bleiben gespannt. Aber so schaffe ich es halt eben auch, dass die Reihe dann endlich auch beendet ist oder ich für mich sagen kann, dass sie doch nichts für mich ist. Wir bleiben gespannt. Also ziehen wir jetzt erstmal das erste Buch dieser 3 Bücher, die ich diese Etappe auf meiner Liste habe. Und das ist die Zahl 21, genau. Ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Das ist Ehre von Elif Shafak. Ich hoffe, man spricht jetzt aus. Ich werde euch das Buch mal holen. Ich habe euch das wunderbare Buch jetzt mal hierher geholt. Es war gar nicht so weit weg, denn es stand direkt hier neben mir fast. Und es ist dieses wunderbare Stück hier. Und zwar Ehre von Elif Shafak aus dem Kein Aber Verlag. Ich hoffe, man spricht es aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, ich kann mich tatsächlich noch sehr genau erinnern, wann ich dieses Buch gekauft habe. Vor allen Dingen, weil ich ja diesen Buchschnitt so wunderbar finde, aber ich glaube, den finden wir alle wunderbar. Aber ich weiß gar nicht, warum dieses Buch so lange jetzt auf meinem Sub liegt. Das liegt ja jetzt so mittlerweile schon 3 Jahre auf meinem Sub. Wir sind ja schon in 2021. Ja, bedauerlich, aber das sage ich wahrscheinlich über jedes Buch. Ja, und um was geht es hier eigentlich? Ich lese es euch mal kurz vor. Die Zwillingsschwester Jamaya und Pempe sind ein Herz und eine Seele. Doch während Jamaya ihre Zukunft in einem kleinen kurdischen Dorf sieht, strebt Pempe nach mehr und zieht mit ihrem Mann und ihren 3 Kindern nach London. Sie ahnt noch nicht, dass über ihre Familie ein unfassbares Unheil schwebt. Ein bewegender Roman über Hoffnung und Verlust, Vertrauen und Verrat, Liebe und Ehre. Ja, ich weiß, warum ich es gekauft habe. Das spricht mich auch jetzt wieder sehr, sehr stark an. Und ich bin schon sehr gespannt, dieses Buch zu lesen. Und ich freue mich auch, wenn es dann anfängt, so ein bisschen zu knistern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man die Seiten hier auseinander nimmt, dann knistern sie so ein bisschen, beziehungsweise lösen sich von der anderen Seite. Das finde ich immer irgendwie ein zauberhafter Moment. Und ich freue mich sehr auf die Geschichte. Bin sehr gespannt, was hier drin steckt in den... in den 525 Seiten. Also schon ein sehr, sehr seitenstarkes Buch, aber ich bin sehr gespannt. Dann hätten wir die Nummer 1 gezogen. Dann ziehen wir jetzt die Nummer 2. Und das ist die 26, also nicht so weit weg von der 21. Da können wir einfach weiterzählen. 22, 23, 24, 25, 26. Das ist Das Haupt der Welt von Rebecca Garbier. Oh, das ist auch ein relativ seitenstarkes Buch. Ich werde es euch mal holen.
Ich habe euch das Buch jetzt herausgesucht und es war ebenfalls sehr nah bei mir. Also ich musste nicht sehr lang suchen. Und zwar ist dieses Buch hier das Haupt der Welt, Rebecca Garbier aus dem Bastei Lübbe Verlag. Dieses Buch ist ja neu aufgelegt worden, sah früher etwas anders aus. Wenn ihr es findet, werde ich es euch mal hier einblenden. Und dieses Buch fand ich sehr, sehr interessant, beziehungsweise ich wollte auch immer mal was von Rebecca Garbier lesen, weil sie doch schon in aller Munde immer mal wieder ist, vor allen Dingen bei den Lesern, die auch auf historische Romane stehen, und ich wollte mir selbst meine Meinung bilden, und aus dem Grunde hatte ich es mir damals gekauft, beziehungsweise ich weiß noch sehr genau, wann ich es mir gekauft habe, und zwar als ich mit einer lieben Freundin im Buchladen war, und da hat mich dieses Buch einfach sehr angesprochen. Ich weiß nur so viel, dass es hier um Heinrichs Sohn geht, also Heinrich den Ersten, Heinrichs Sohn Otto, und ja, es ist, glaube ich, der erste Band von zweien, bin mir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich tatsächlich nur zwei sind, aber das werde ich ja dann herausfinden, wenn ich mich näher mit dem Buch beschäftige. Und ja, es hat insgesamt 861 Seiten, also auch sehr, sehr seitenstark, aber das haben ja historische Romane ja immer irgendwie, dass sie sehr, sehr viele Seiten haben. Und ich bin gerade ziemlich froh, dass es nur drei Bücher geworden sind, weil Ära hat ja schon relativ viele Seiten und nun auch das Haupt der Welt. Also von den Seiten mangelt es diesmal überhaupt nicht. Aber ich freue mich sehr auf das Buch. Ihr könnt mir ja mal unten in den Kommentaren schreiben, ob ihr wisst, ob es tatsächlich nur eine Dialogie ist und demzufolge nur zwei Bücher hat diese Reihe, oder ob es tatsächlich noch mehr sind und ich mich erneut in eine neue Reihe stürze. Hey, ja. Wir sind gespannt auf dieses Buch. Dann schon das letzte Buch, was ich ziehen muss. Das heißt, noch einmal den Zufallsgenerator angeworfen und los geht's. Es ist die 12. Genau. Dann zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Es ist das Buch Leinensee von Anne Reinecke. Ich werde euch das mal heraussuchen und ich glaube, diesmal muss ich tatsächlich aufstehen. Ich habe euch das Buch mal herausgesucht. Ich musste diesmal tatsächlich aufstehen und zwar nicht in meiner näheren Umgebung, aber überhaupt nicht schlimm. Und zwar ist es dieses wunderbare Büchlein. Leinensee von Anne Reinecke aus dem Diogenes Verlag. Dieses Buch war damals in einem Goodiebag enthalten auf der Leipziger Buchmesse. Und bis dato habe ich es ebenfalls nicht gelesen. Aber ich fand es, das klang wirklich sehr, sehr interessant. Aber ich weiß nicht mehr, um was es geht. Deswegen würde ich euch einfach mal den Klappentext hier hin vorlesen. Karl ist noch nicht einmal 30 und hat sich in Berlin schon als Künstler einen Namen gemacht. Er ist der Sohn von August und Ada Steigenhauer, dem Klemmerpaar der deutschen Kunstszene. Doch in der symbiotischen Beziehung war kein Platz für ein Kind. Er wurde ins Internat abgeschoben. Nun ist der Vater tot, die Mutter schwer krank. Karls Kosmos beginnt zu schwanken und steht plötzlich still. Die einzige Konstante ist ausgerechnet das kleine Mädchen Tanja, das ihn mit kindlicher Unbekümmertheit zurück ins Leben lockt. Und es beginnt ein Roman, wild wie ein Gewitter, zart wie ein Hauch. Ich fand, das klingt wirklich unheimlich interessant und spannend. Und deswegen habe ich es damals auch behalten und nicht weitergegeben. Und bei Büchern in Goodiebags ist es ja immer eine Sache. Man weiß nicht, ob das eigene Interesse für das Buch da ist. Und man muss sich da ja auch ein Stück weit überraschen lassen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und aber hier fand ich wirklich, dass es richtig gut klingt und deswegen habe ich es behalten. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gelesen habe, aber das weiß ich ja in der Regel nie, warum ich die Bücher so lange auf meinem Sub liegen habe. Aber auch hier bin ich sehr, sehr gespannt. Damit haben wir die drei Bücher, die ich bis zum 6. September lesen muss bzw. möchte. Sehr seitenstarke Bücher und ein sehr dünnes Büchlein. Oh, ich habe gar nicht geschaut, wie viele Seiten Leinensee hat. Und zwar hat Lein 362 Seiten, also eigentlich noch völlig in Ordnung. Also ein recht schmales Buch.
gegenüber den anderen Büchern. Und ich bin mit der Auswahl eigentlich sehr zufrieden. Also es sind sehr, sehr durchmischte Bücher, würde ich sagen. Also vom Thema her sehr bunt gewürfelt, was ich gar nicht schlimm finde. Damit ist der Anreiz vielleicht nochmal höher, die Bücher zu lesen, vor allem weil sie so verschieden sind. Und ja, sagt mir mal, ob ihr eins der Bücher kennt, ob ihr mir eins der Bücher empfehlen könnt und mit welchen ich doch zuerst starten sollte. Ja, damit bin ich sehr zufrieden mit diesen drei Büchern, die ich gezogen habe und die ich bis zum 6. September lesen muss. Und es sind ja sehr seitenstarke Bücher, bis auf Leinsee. Das hat nur 362 Seiten, von daher geht es noch. Aber trotzdem müssen diese Bücher erstmal gelesen werden bis zum 6. September. Bei mir kommt ja auch immer noch mal was dazwischen, so von der Lust her. Und vielleicht auch noch mal ein Rezensionsexemplar. Von daher, ich hoffe sehr, dass ich diese Bücher diesmal bis zum 6. September wirklich lese. Und auch noch die Bücher, die ich quasi noch offen habe von der letzten Etappe, damit mein Kaufverbot dann aufgehoben wird. Ja, sagt mir doch mal gerne, ob ihr eins der Bücher kennt, ob ihr mir eins der Bücher empfehlen könnt. Und vor allen Dingen sagt mir mal oder schreibt mir in den Kommentaren sehr gerne, ob das tatsächlich eine Dialogie ist, so wie ich es in Erinnerung habe, oder ob hier tatsächlich noch mehr Bücher ja, auf mich zukommt, wenn ich die Reihe starte und sie mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf die Bücher und hoffe, dass ich sie schaffe und mein Kaufverbot nicht noch länger anhält und ich damit mich noch mehr zurückhalten muss bzw. stark bleiben muss, keine neuen Bücher zu kaufen. Denn es fällt mir wirklich echt schwer. Das ist wie jemand sagt, du darfst nicht an Süßigkeiten Regale oder in das Glas fassen und so. Verlockender wird das Regal mit den Süßigkeiten, so geht es mir ungefähr mit den Büchern, wenn ich mir ein Kaufverbot auferlege, aber ich bleibe tapfer. Damit kann ich euch am Ende jetzt nur noch sagen, vielen Dank, dass ihr bis hierher dran geblieben seid. Habt noch einen schönen Tag, schöne Lesestunden, passt auf euch auf, bis dahin. Tschüss!